Hallo, liebe Fontane-Freundin, liebe Fontane-Freunde. Ich freue mich sehr, dass wir wenigstens auf diesem Weg die Möglichkeit haben, uns gewissermaßen virtuell zu treffen, wenn es uns ja aktuell auch leider nicht vergönnt ist, uns direkt zu sehen, direkt zu treffen. Treffen ist gewissermaßen auch das Stichwort für das, was ich heute mit Ihnen oder für Sie vorhabe. Als ich vor kurzem vor meinem Bücherregal stand, kam mir der Gedanke, mal zu fragen, auf welche berühmten Kolleginnen und Kollegen aus der deutschen Literatur trifft eigentlich Theodor Fontane in meinem Bücherregal? Gibt es da möglicherweise Kombinationsmöglichkeiten? Gibt es da Schnittmengen? Kann man Fontane auf literarischem Wege sich mit anderen Kollegen seiner Zunft treffen lassen? Und witzigerweise gab es da ganz schnell eine ganz große Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Und das Ganze würde ich Ihnen gerne gewissermaßen nach Hause schicken unter dem Titel Fontane meets Fontane trifft. Und heute lasse ich für Sie Fontane auf einen anderen großen Vertreter der deutschen Literatur treffen, nämlich auf Joachim Ringelnatz, hauptsächlich bekannt oder in erster Linie bekannt durch seine Geschichten vom Seemann Kuddelmuddel. Ringelnatz hat aber noch ganz, ganz viele andere Sachen geschrieben. Und von beiden, nämlich von Fontane und von Ringelnatz, möchte ich Ihnen gerne heute zwei Werke nach Hause schicken aus dem Bereich Lyrik, zwei Gedichte. Ich beginne mit Theodor Fontane, mit einem Gedicht, was jetzt zur Jahreszeit passt. Es trägt den Titel Frühling. Nun ist er endlich kommen, doch in grünem Knospenschuh. Er kam ja immer noch. Die Bäume nicken sich's zu. Sie konnten ihn all erwarten kaum. Nun treiben sie Schuss auf Schuss. Im Garten der alte Apfelbaum, er sträubt sich, aber er muss. Wohl zögert auch das alte Herz und atmet noch nicht frei. Es bangt und sorgt, es ist erst März und März ist noch nicht Mai. O schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh, es wagt es der alte Apfelbaum. Herze, wag's auch du. Auf Fontane trifft nun Joachim Ringelnatz, auch mit einem Gedicht, was nicht nur zur Jahreszeit, sondern auch zu den Feierlichkeiten, die uns jetzt ins Haus stehen, thematisch sehr passend ist. Es trägt den Titel Ostern. Wenn die Schokolade keimt, wenn nach langem Druck bei Dichterlingen Glocken klingen, sich auf Lenzes schwingen, endlich reimt und der Osterhase hinten auch schon presst, dann kommt bald das Osterfest. Und wenn wirklich dann mit Glockenklingen Ostern naht auf Lenzes Schwingen, dann mit jenen Dichterlingen und mit deren jugendlichen Bräuten draußen schwelgen mit berauschten Händen, ach, das denk ich mir entsetzlich, außerdem unter Umständen ungesetzlich. Aber morgens auf dem Frühstückstische 5, 6, 7 flaumweich gelbe frische Eier und dann ganz hineingekniet, ha, da spürt man, wie die Frühlingswärme durch geheime Gänge und Gedärme in die Zukunft zieht und wie dankbar wir für solchen Segen sein müssen. Ach, ich könnte alle Hennen küssen, die so lang gezogene Kugeln legen. In diesem Sinne, bis ganz bald und fröhliche Ostern.